ob man kein Biom findet, welches man haben möchte. Warum auch immer da im Boden diese Quarzdinger waren oder Marmor oder was das sein soll. So, und hier ist übrigens eine Schleiminsel. Können wir auch irgendwann mal hinfliegen. Also nicht hier, aber es gibt die ja öfters irgendwo, wo man mal hin kann. Ich fliege jetzt einfach weiter in Richtung, was ist das, Nordwesten? Alter, wie viele Seerosen es hier gibt. Das ist ja ein Traum. Ist das hier gerade effizient, wie ich laufe? Ich glaube es nicht. Ist auch bestimmt anstrengend so. Aber deshalb fliege ich jetzt mal weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich fliege hier irgendwie das gefühlt 10 Stunden. Also das ist auch wieder so ein Langstreckenflug, aber Hauptsache, wir kommen irgendwann mal an. Hauptsache. Ist das eigentlich für ein komisches Wort? Hauptsache. Wer hat das erfunden, dieses Wort? Wer hat gesagt, so, dieses Wort heißt Hauptsache. Wer hat überhaupt Reden erfunden? Und wieso? Wieso gibt es falsche Wörter und richtige Wörter? Wieso gibt es überhaupt Buchstaben? Und warum ist Buchstaben auch so ein komisches Wort? Buchstabe. Was ist eigentlich mit der Sprache los? Manchmal sitze ich in meinem Zimmer und denke mir, warum? Und wie? Wie ist das hier alles passiert? Wie konnte sowas passieren, was hier gerade passiert? Gäbe es noch andere Möglichkeiten, etwas zu tun, wie es gerade ist? Das frage ich mich nämlich. So, und hier bin ich gefangen in der Baumkrone von irgend so einem Riesenbaum. Magical Forest. Dabei ist es einfach nur ein Eichenwald mit einer anderen Blätterfarbe. Das siehst du mal, wie du verarscht wirst. Da denkst du, das ist was Besonderes. Dabei ist das hier nur ein Eichenwald. Toll. Ganz toll. Da könnte man meinen, man ist in Deutschland. Was mache ich hier eigentlich gerade? Hier werden auf jeden Fall keine Dörfer generiert. Das ist mal ganz sicher. Aber vielleicht kommt da hinten vielleicht irgendwann mal eine Wüste. Und dann wäre das ein Traum. Dann muss ich hier nicht bald anfangen zu heulen wegen der traurigen Musik, die eigentlich gar nicht traurig ist, aber eben, man denkt sich nur, warum bin ich hier alleine in dieser Welt? Es ist, wie es ist.
kann ich nichts machen, ne? Aber hier so ein Drink zu trinken, das wird jetzt vielleicht nicht so viel Sinn machen. Durch die ganzen Hügel und Flüsse und Bäume, da bist du hier halt ziemlich schnell ausgebremst. Da kannst du, wenn du irgendwo auf einer Wiese rennst, deutlich eine größere Strecke zurücklegen. Oder vielleicht irgendwo mal eine Wüste. Und dann muss natürlich auch noch Nacht sein, dass diese Viecher hier spawnen. Falls ihr das immer noch nicht begriffen habt, die spawnen nur in der Wüste oder in einer Savanne. Eine Savanne wird natürlich auch gehen. Aber ich denke, in der Wüste ist es wahrscheinlicher, dass die spawnen. Aber mit einer Savanne würde ich mich trotzdem noch zufrieden geben. Ganz klar. Und schon ist wieder Ruhe im Karton, im Schuhkarton. Will mich dieses schwarze Loch vielleicht teleportieren? Nö. Da oben ist noch eins. Ja, das hat nicht so viel gebracht. Das war nicht so cool. Das hat ein bisschen was gebracht, aber hier kann ich noch einen drauflegen, indem ich noch ein bisschen höher fliege. Und jetzt wieder sinken. So, zum Glück habe ich meinen Spiegel dabei. Wenn nämlich kein Biom, kein Dorf kommt, dann habe ich geschissen. Dann kann ich entweder Suizid begehen, was ich auf keinen Fall machen werde. Das wäre nämlich eine Form des Cheatens, weil man sich ja denkt, ja, ich behalte ja eh mein Inventar, ne? Also, wozu soll ich denn bitte. Wozu soll ich nach Hause laufen, wenn ich sowieso alles behalte? Du blödes schwarzes Loch. Okay, ich nehme alles zurück. Hat mich ein bisschen weitergebracht. Das hat mir zweimal auf die Fresse gehauen, aber auch nicht so viel gebracht. Was soll das? Da ist ein Schaf auf einem Pilz. Pilz. So, und man merkt, je länger ich aufnehme, desto mehr Scheiße fange ich an zu labern. Ich denke, das ist aber nachvollziehbar, denn irgendwann mal hier wärst du bekloppt. Wenn du hier nur am Fliegen bist und die Finger, die tun dann auch irgendwann mal weh, weil du dir denkst, du findest sowieso keine Wüste und dann hast du eigentlich gar keinen Bock mehr und dann brichst du die Aufnahme ab und legst dich ins Bett und heulst erstmal 2 Stunden. Und dann denkst du, ey, es war eigentlich doch nicht so schlecht und versuch's einfach. Aber nicht mit schwarzen Löchern. Weil wenn die mich dann 10.000 Blöcke in eine andere Richtung hier schmeißen, dann habe ich da eigentlich auch keinen Bock mehr drauf. Ja, so ist das Leben. Ja, das ist zum Beispiel hilfreich, sowas. Also das feiere ich. Da kann ich jetzt schön hier über den Wald fliegen und alles im Auge behalten. Und einfach mal hoffen, dass irgendwann bald eine Wüste kommt. Ich will nämlich nicht mehr. Bitte. Meine Finger bluten. Pluto. Call me Pluto. Und da kommt ein normaler Wald. Ach nee, ein Birkenwald.
Sag noch einmal normaler Wald, Alter, und es knallt. Es hat sich gereimt, Junge. So, gönnst du mir? Ja! Wenigstens gönnen die schwarzen Löcher jetzt. Ich glaube aber, ich muss da in diese schwarzen Löcher reinfliegen, ohne diesen Hanglider im... Also, ohne dass er aktiviert ist. Ich kann ihn ruhig in der Hand haben, aber ohne dass er ausgeklappt ist, sozusagen. Und da eine Schleiminsel von oben, die wir bisher nur von unten gesehen haben, glaube ich. So, und da hat uns das schwarze Loch doch ziemlich gut geholfen eigentlich, falls wir überhaupt in die richtige Richtung fliegen. Und wenn nicht, dann halt nicht. So, und irgendwas spastet hier jetzt gerade rum. Ah ja. So, jetzt nehme ich das mal wieder weg und mache wieder so und so. Komm, und da fliegen wir jetzt mal so rein. Okay, das will irgendwie nicht so wirklich. Komm schon. Nö. Oder? Doch, ein bisschen. Aber auch nicht so der Renner. Was zum Fick geht hier gerade ab? Du hast Fick gesagt. Wir müssen dich jetzt zensieren. Nee, das glaube ich nicht. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße. Bin ich jetzt zurückgeschleudert worden oder... Ach nee, guck mal. Das hat gegönnt, dieses schwarze Loch. Gerade eben hatten wir es noch davon, also vorhin. Und siehe da. So, wenn du mir nichts machst, dann mache ich dir auch nichts. Ah, du willst also auf die Fresse, okay. Das können wir gerne klären, aber hier gibt es ja auch nichts. Hier gibt es ja rein gar nichts. Ein Blumentopf und das war's. Also, ich finde die ein bisschen. Ach, ein bisschen leer. Ich meine, man soll sich ja nicht drüber beschweren, aber. Was soll man denn hier? Hier könnte ja noch eine Truhe drin sein mit wenigstens Flaschen oder sowas. Oder. Dann würde ich mich beschweren, dass da nur Flaschen drin sind. Das weiß ich. So, jetzt verreck ich gleich. Und deshalb esse ich jetzt mal wieder fleißig und ich glaube, ich springe da mal hoch. Aber das bringt mir auch nicht so viel. So, und jetzt glaube ich, esse ich mal. Ach du Scheiße, mein Inventar. Einen goldenen Apfel hier, sonst. Ach, jetzt habe ich den wieder da hochgemacht. Das war natürlich schlau von mir. Ich will eigentlich nur den essen, dass ich mich wieder ein bisschen regeneriere. Weil Vergiftung nicht gut. Ach, das war jetzt so ein guter, sozusagen. So ein guter goldener Apfel. Ich meine, die sind ja alle gut, ist ja klar. Aber der hat noch Absorption. Das heißt, ich habe jetzt noch zwei extra Herzen. Und die tun mir eigentlich gut, wenn ich hier mit schwarzen Löchern. Oder auch nicht. Yippie! Falls ich hier richtig bin. Natürlich. Man weiß es nicht. Man munkelt. Man ist ungeduldig, man fliegt aber halt auch schon seit gefühlt einer Stunde hier durch die Gegend und weiß nicht, ob man überhaupt ans Ziel kommt.